Ich persönlich und ich bin mir sicher, viele andere erfolgreiche Personen da draußen sehen es ganz ähnlich. Ich persönlich sehe eine Krise immer als was Positives. Ganz konkretes Beispiel, ich kann mich nur erinnern, Ende März, Anfang April 2020 diesen Jahres, ein Tag nachdem der lokale Shutdown, der Lockdown veröffentlicht wurde an dem Samstag, hier auch in Bayern bei uns. Am Montag danach ruft mich ein Kunde an, den ich schon seit Monaten zuvor akquirieren wollte, also als Neukunden gewinnen wollte, ruft mich an, Herr Klein, damals noch per Sie, Herr Klein, hätten Sie Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Dann sage ich, natürlich, klar. Denn keiner ihrer Mitbewerber traut sich in der aktuellen Lockdown-Phase zu, seine Dienste anzubieten und eben auch hier die Performance abzurufen. Und das ist heute mein bester Kunde, mein größter Kunde. Wir haben bereits zweimal das Paket erweitert, mit der Dienstleistung, die ich anbiete. Und auch menschlich gesehen, vielleicht der beste Kunde, den ich seit langer Zeit hatte. Das heißt, mit anderen Worten, in jeder Krise gibt es Chancen. Und ganz besonders in jeder Krise. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit Surfen. Ich bin jetzt kein großer Surfer, aber ich glaube, die Analogie passt hier recht gut. Wenn du surfst und es gibt hohe Wellen, dann ist es relativ einfach, eine Welle dir zu schnappen und die Welle zu reiten. Genauso, wenn eben der Boom in der Wirtschaft herrscht. Ja, wenn die Aktien alle nach oben gehen, ist es ziemlich easy, auch daran zu profitieren. Gehört kein großes Können dazu. Ja, ähnlich an der Börse. Vielleicht ein bisschen vergleichbar. In der Wirtschaft und im Job oder im Business, egal was du tust, wenn es ein bisschen kriselt, wenn es nicht mehr ganz so einfach ist, wenn es unbequem wird, wenn es darum geht, dass du mal die Extrameile gehst, wenn es darum geht, dass du vielleicht mal 8 Stunden in Rechnung gestellt hast, aber 14 Stunden investiert, um eben mal den Stein ins Rollen zu bekommen, um dir den Kunden eben langfristig zu gewinnen, um hier eben deinem Chef zu zeigen, du bist bereit, auch mal die Extrameile zu gehen. Und wenn es mal kriselt, fällst du nicht gleich um. Ja, wenn nur mal ein kurzer Windstoß kommt, dann knickst du nicht gleich um wie ein Baum, wie ein morscher Baum, ja, sondern du bist ein spritziger Baum, ein junger Baum, ein gesunder Baum, der verbiegt sich, wenn der Wind kommt. Der verbiegt sich, ist elastisch und schwingt wieder zurück, wenn der Wind von der anderen Seite bläst und bricht nicht zusammen. Und ich denke, dass viele, die Probleme haben, auch finanzielle Probleme, und jetzt kommt der Punkt, einfach die falsche Einstellung haben zum Leben, zum Arbeiten, zum Geldverdienen und zum Investieren prinzipiell. Dass diese Dinge sehr eng miteinander verknüpft sind und du das eine nicht ohne dem anderen haben kannst. Du kannst nicht erfolgreich sein in deinem Job, finanziell, egal wie, egal wo, egal was du machst, egal wann, wenn du nicht das richtige Mindset hast, nicht die richtige Einstellung. Ich bin mit Leuten im Kontakt, die ich schon seit vielen Jahren kenne, die sind aktuell noch arbeitslos, verlängert arbeitslos. Nennt sich ein bisschen anders, ist aber genau das Gleiche. Aber wenn die nicht aufpassen und kriegen vielleicht ihren Job nicht wieder zurück, dann sind sie ein paar Monaten auf Hartz IV, haben vielleicht teilweise sogar einen Kredit laufen, einen langfristigen, haben vielleicht sogar keine Reserven, haben vielleicht sogar ihr Girokonto überzogen, haben vielleicht sogar ein Kind, haben vielleicht sogar eine Frau, die viel Geld kostet und, und. Und das ist nicht spaßig, das ist ernst. Und ich war selber oft genug im finanziellen Downturn in meinem Leben. Aber ich habe eines gelernt, dass wenn der Wind stärker bläst, ich weiß, es ist nicht einfach für viele und ich bin in der IT-Branche, magst du jetzt vielleicht sagen, naja, wie ist es dann mit den Leuten, die im Tourismus arbeiten? Ich habe auch mal im Tourismus gearbeitet.
aber immer bezogen auf Marketing, IT teilweise. Ich habe immer verschiedene unterschiedliche Branchen und Berufsfelder und Fähigkeiten miteinander kombiniert. Das fing schon an, als ich vor über 20 Jahren studiert habe, Wirtschaftsinformatik und Fremdsprachen gleichzeitig. Schon damals habe ich erkannt, die Kombination unterschiedlicher Skills gibt dir ein Competitive Edge, gibt dir Competitive Advantage, also einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist bis heute noch so. Wenn ich pitche für einen neuen Kunden und ich sage, okay, ich habe vom Marketing eine Ahnung, ich habe aber auch gleichzeitig vom Sales eine Ahnung, und manche, da fängt schon an, manche verwechseln, dass das ungefähr das Gleiche ist, verstehen nicht, dass Marketing und Sales zwei grundsätzlich eigentlich prinzipiell verschiedene Dinge sind, die eigentlich zwar zusammengehören und zusammen funktionieren müssen, aber unterschiedliche Typen verlangen. Okay, da will ich jetzt nicht zu sehr ausschweifen. Und ich will das auch nur als Beispiel für dich, derjenige, der hier jetzt gerade das Video schaut, nennen, um dir vielleicht einen Gedankenanstoß zu geben und dass du deinen Fokus eben da drauf setzt, nicht zu die negativen Dinge zu sehen und zu jammern und nicht zu beschweren, sondern deinen Fokus darauf, auf die Möglichkeiten, auf die Chancen setzt. Einen Kunden zu gewinnen, wo dein kompletter Mitbewerb, mit dem der Kunde im Kontakt war, streikt und sagt, nee, ich habe hier kalte Füße. In der aktuellen Situation will ich hier keine Zusammenarbeit eingehen, ich will hier keine Verpflichtungen eingehen. So war es eben. Und das ist nur ein Beispiel. Und weitere werden folgen. Und vielleicht kann dir dieses Video ein bisschen helfen, dein Mindset zu optimieren. Denn der Erfolg und der Misserfolg startet in deiner Birne, ja, in deinem Kopf. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, und was ich noch zuallerletzt noch ganz deutlich mal sagen möchte. Meiner Meinung nach gibt es viel zu viele Leute da draußen, die sich viel zu viel Zeit damit beschäftigen, wie ich Geld investiere. Und ich meine jetzt nicht die Leute, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, die schon viele, viele Millionen Euro haben, sondern ich meine die Leute, die noch kein großes Kapital haben, aber sehr, sehr viel Zeit und Energie darin verloren gehen. Und ich packe mich da ständig immer wieder selbst an der Nase, weil meine Leidenschaft auch Börse ist teilweise. Aber eben viele Leute, die vielleicht noch viel weniger, noch viel mehr am Anfang stehen bezüglich ihrem Vermögensaufbau, nennen wir es mal so, aber da unendlich viel Zeit reinstecken, Videos gucken, kommentieren, dies und das und jenes machen, obwohl sie doch letztendlich diese Zeit und diese Energie in was ganz anderes reinstecken sollten, und zwar in das Thema, wie kann ich denn mehr Geld verdienen? Und relativ schnell, also ich rede hier auch von 3, 4, 5, 7, 8 Jahren, 10 Jahren, aber relativ schnell gutes Geld zu verdienen, ist schwierig, und es wird wahrscheinlich nicht einfacher werden als Angestellter. Das heißt, bequemer vielleicht, aber mit Sicherheit nicht einfacher. Das heißt, das Thema Selbstständigkeit wird im Vordergrund rücken müssen in deinem Leben, wenn du vorhast, dich finanziell zumindest ein bisschen unabhängiger zu machen. Und damit meine ich, dass du, sagen wir mal, eine Dividende hast, wenigstens von 1.000 oder 2.000 Euro im Monat irgendwann mal, dass du niemals, wie die Bekannten, die ich eingangs erwähnte, niemals in die Situation kommst in deinem Leben,
sagen zu müssen, okay, jetzt muss ich mich auf Hartz IV anmelden, ja, weil das ist wirklich, besonders für Leute, von denen ich jetzt auch gesprochen habe, die auf die 50 zugehen oder darüber hinaus und so viel Berufserfahrung auch schon mit sich bringen, ist es einfach eine Demütigung. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich den einen oder anderen irgendwie ein bisschen motivieren konnte mit diesem Video. Und dann freut es mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, dein Thomas Klein auf Mission Millionaire und tschüss.